Ja, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Tag. Heute ein Zubehörvideo. Es ist eine wirklich kleine Auswahl, vielleicht so 30-40% von allem Zubehör, was ich habe. Aber ich dachte, ich packe in dieses Video Zubehör, was jetzt für die anstehende Grillsaison gebrauchen könnt. Ja, für manche endet die nie, wie für mich. Aber vielleicht für einen oder anderen, der sich jetzt noch nie mit Grillen befasst hat, sich einen Grill geholt hat und was ich auf jeden Fall empfehlen würde am Anfang. Und zwar sind das Einsätze oder Grillschalen, wo ihr Gemüse garen könnt, irgendwelche Aufläufe machen könnt, Beilagen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wahrscheinlich habt ihr auch welche. Aber was ich für meinen Grill benutze, ist auf jeden Fall Edelstahlsachen. Ja, Glas ab und zu auch. Und hier habe ich gern Bleche. Kriegt man im Großhandel. Gibt es in verschiedene Formen, verschiedene Tiefen. Sind nachhaltig, super zu reinigen, rosten nicht. Dieses große Gernblech stelle ich unter den Drehspieß zum Beispiel beim Spießbraten. Und hier kann ich wunderbare Sachen machen. Dann gibt es natürlich noch solche Grillschalen. Die ist, glaube ich, vom Lidl mal gewesen. Oder solche Grillkörbe. Hier habe ich Garnelen gemacht, Gemüse. Natürlich gibt es die in Einweg, habe ich auch da. Hier, diese Variante ist mit Löchern. Hier würde kein Auflauf gehen, aber so Gemüse oder Garnelen. Und diese kennen wahrscheinlich viele. Die gibt es auch bei IKEA, richtig preisgünstig. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, egal von welchem Hersteller. Kauft euch bei Edelstahl Schüssel Einsätze. Das werdet ihr auf jeden Fall nicht bereuen. Ja, was noch wichtiger ist und an erster Stelle steht, bevor ihr überhaupt mit dem Grillen losgeht, Grillbesteck. Natürlich müsst ihr das Grillgut irgendwie drehen, wenden und dazu eignen sich super natürlich Zangen und solche Spachteln, Paletten. Hier haben wir eine Weberzange, die habe ich schon ziemlich lange. Ja, die ist nicht schlecht. Man muss hier nicht viel Kraft aufwenden. Es gibt Zangen, die sind wirklich nicht gut von dem Druckpunkt. Dann habe ich hier von Santas so eine Pinzette und die gefällt mir jetzt besser, weil man hier wirklich so eine Spitze hat und damit kann man viel gefühlvoller, ja, das klingt irgendwie komisch, aber das ist mein Favorit, kostet 10 Euro, ist ziemlich dünn, ja, für große Steaks ein bisschen komplizierter, aber damit kriegt ihr kleine Sachen so schnell gedreht, weil der Weg viel kürzer ist und das geht einfach mit so einer Pinzette viel, viel schneller. Aber jeder hat da seine Favoriten, also auf jeden Fall schöne, solide Zange. Und dann, was ich sehr viel habe, solche wirklich Paletten, Spachtel in jeder Form. Das ist auch meine Lieblingspalette, weil die einfach riesig ist. Man kann damit super wenden. Dann braucht man eine zweite, um da also wenn ihr irgendwas auf der Grillplatte macht, einfach gegenzuhalten, um umzudrehen. Ich habe hier wirklich massig, was ich euch empfehlen kann, so einen Bauhaus-Spachtel, damit ihr könnt ihr auch super Sachen schieben, wenden, kostet nichts, ist auch schon mehrere Jahre alt und ihr könnt wirklich den Grillrost super damit sauber machen, es verbiegt sich nicht, ist Edelstahl. Wie gesagt, ich habe hier ganze Tasche davon voll. Ein Pinsel würde ich euch auch empfehlen, das Fleisch irgendwie zu marinieren, ein Grillhähnchen nochmal zu bepinseln. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, so einen Pinsel zu haben. Würde ich auch aus Silikon empfehlen, einfach zu reinigen. Und so ein Set könnt ihr auch für 20, 30 Euro mit mehreren verschiedenen Paletten, Grillpaletten kaufen. Und dann ein paar Flaschen, ist auch nicht verkehrt, mit verschiedenen Soßen, Öl. Ja, nach einer gewissen Zeit möchtet ihr gerne euch erweitern und dann kommen solche gusseisernen Sachen. Wirklich, und wie gesagt, die vermehren sich mit der Zeit von alleine und werden immer mehr. Ich habe wirklich noch vier weitere Dutch Oven und Pfannen. Ein paar sind bei meinen Eltern, ein paar im Keller. Wirklich die großen Exemplare habe ich hier nicht stehen. Und das war meine erste Anschaffung 2012, der Weber Wok. Weil mein erster Grill war auch die Weber Kugel und der ist wirklich massiv und noch nach 10 Jahren, sage ich mal, wie neu. Wenn ihr wirklich einen Grill habt, wo ihr richtig gut Hitze erzeugen könnt, würde ich euch einen Wok empfehlen. Da könnt ihr wirklich super Sachen machen, da passt richtig viel rein, ist einfach und ja, ist eine Empfehlung.
Dann kommen wir zu der Pfanne, das ist, glaube ich, ja, von Petromax. Habe ich auch schon mehrere Jahre, ist schön massiv, ist nur eine Pfanne, kann man super drin Sachen braten. Muss man natürlich pflegen, alle gusseisernen Produkte. Und dann kommen wir auch schon zu den Dutch Oven. Und hier haben wir auch in jedem Deckel eine integrierte Pfanne. Ist ja kein Geheimnis, also umdrehen und da haben wir eine Pfanne. Hier habe ich zwei verschiedene Dutch Oven. Einmal mit so einem Henkel und solchen Füßen, die sind dazu gedacht, wenn man Outdoor, hier ist übrigens eine geriffelte Pfanne, ist auch gut, dass man Abstand hat zu dem Boden und hier drunter Kohlen liegen, kann man hier bei denen genauso umgehen. Hier ist so ein Gestell, kommt drunter, hat auch hier unten Füße, habe ich auch schon sehr oft benutzt. Aber wenn ihr jetzt nur einen Gasgrill habt und den im Gasgrill betreiben wollt, also euren Dutch Oven, dann würde ich euch auf jeden Fall eine Variante empfehlen ohne Füße, weil es steht einfach bombenfest auf dem Grillrost. Da müsst ihr irgendwas drunter stellen. Hier habe ich so eine Pfanne. Das war übrigens meine zweite Anschaffung nach dem Wok. Ist auch schon 10 Jahre alt. Das ist die Weber Pfanne. Die hat jetzt nicht so großen Rand, habe ich wirklich nicht so oft benutzt. Aber ich habe die. Geht auch als Grillplatte durch, wirklich schönes Teil. Und dann habe ich hier, ja, so einen Brattopf, ist von Overmont, das ist von Barbecue Toro. Also ich habe wirklich verschiedene Hersteller, kann man auch als Pfanne benutzen. Hier haben wir einen Henkel, so ein Dutch Oven zu holen, jetzt so 4 Liter, nicht größer, wenn ihr nicht viele Leute seid. Und einfach damit irgendwas zu machen und ihr werdet einfach diese, ja, Liebe entwickeln zu diesen tollen Sachen. Und dann, ja, kommen die von alleine, wie gesagt. Ich habe noch Grillplatte, habe ich euch auch vorgestellt, ist auch alles bei meinen Eltern. Da habe ich auch einen Wok von Santos, der ein bisschen kleiner ist. Man muss das natürlich pflegen, aber es speichert Hitze und die Sachen da drin, die werden einfach, ich finde, sehr, sehr gut. Und ja, ein weiteres hilfreiches Zubehör sind Spieße in verschiedener Form. Ich habe hier so richtige Schaschlikspieße für Mangal. Die sind schon lang, also die würden so auf den Gasgrill nicht passen. Man musste die so längs hinlegen. Dazu gibt es solche Spieße, was ich beim Spießen wichtig finde, dass sie auf jeden Fall so flach sind und ein bisschen breit. Da dreht sich nicht so schnell was durch. Deswegen sind das eigentlich meine Lieblingsspieße, wenn ich direkt irgendwas auf dem Gasgrill hinlege, weil wir haben hier zwei Spieße und hier dreht sich wirklich gar nichts durch. Super Geschichte. Dann gibt es natürlich solche. Ich habe hier sogar noch ein verpacktes Päckchen. Ja, bei denen ist die Sache, egal ob Gemüse, Fleisch, wenn ihr das hochhebt und einmal dreht, irgendwas verdreht sich und dann müsst ihr mit dem Finger nochmal nachdrehen. Ist nicht schlecht, man kann zwei nebeneinander nehmen. Also das gleiche Prinzip wie hier. Funktioniert, ja, Garnelen, also benutze ich ab und zu. Oder so ein großes Stück Spießbraten zuzunähen. Aber dafür habe ich diese kleinen Nadeln, kosten 2 Euro, 10 Stück. Und sind wie Zahnstocher, aber die splittern nicht. Kriegt man super wieder raus, sauber, nachhaltig. Und ja, Spieße werdet ihr auf jeden Fall bei euch zu 90% auch wiederfinden. Ein weiteres Zubehör ist der Drehspieß. Es hängt natürlich von eurem Grill ab, ob der das zulässt. Viele kann man umbauen. Ein Deckel wäre auf jeden Fall von Vorteil. Ja, haben die meisten Holzkohle auch. Ansonsten dauert das natürlich länger, weil man nur die Hitze von einer Seite hat und nicht so eine Art Umluft. Hier ist ein normaler Drehspieß. Und was ich auf jeden Fall, wenn ihr irgendwann einen Drehspieß holen würdet, kann ich euch so einen Grillkorb empfehlen. Gibt es in verschiedenen Varianten rund. Ich habe so viele, naja, so viele auch nicht, aber 10 Videos damit gemacht, bestimmt. Sind super, sind auch super gut angekommen. Man kann hier wirklich Fleisch reinpacken, Gemüse, Kartoffeln und es ist alles auf einmal fertig. Bei dem Drehspieß könnte ich sogar 2 Grillkörbe dran machen. Ich müsste mir auf jeden Fall noch vielleicht eins besorgen und so auch Spaß wirklich was drin zu machen. Ja, jetzt kommen wir zu den Grillplatten. Ich habe hier zwei verschiedene. Das ist eine gusseiserne, ist jetzt eine kleinere Variante, gibt es auch in breiter.
super geeignet zum Burger machen. Hier Zwiebel, Bratkartoffeln, alles Mögliche. Es fehlt nichts durch. Natürlich ist der Rand hier kleiner und jetzt kommt diese Pfanne ins Spiel. Und hier ist einfach dieser hohe Rand. Man kann hier mit einer Palette arbeiten, einfach zu den Rand schieben, umdrehen. Man kann hier Öl reinkippen, ja, so 1 cm, 1,5 cm. Und hier wirklich Reibekuchen machen, habe ich alles gezeigt, funktioniert einwandfrei. Paella, Nudelpfanne ersetzt wirklich sehr gut den Wok. Ist natürlich jetzt nicht so hoch, aber in der Fläche ist das auch schon riesig. Und egal welcher Hersteller, ich würde euch auf jeden Fall eine, wenn ihr eine gusseiserne Pfanne habt und nicht so viel Platz habt, reicht das auch. Aber wenn der Grill zulässt und solche Zubehörteile hat, die perfekt da reinpassen, würde ich das euch auf jeden Fall ans Herz legen. Es muss ja nicht alles auf einmal sein. Ich habe ja, wie gesagt, vor 10 Jahren mit Wok angefangen, dann dies, dann das. Also jedes Jahr kommt ein bisschen was dazu und dann nach 5 Jahren habt ihr auf jeden Fall, wenn ihr leidenschaftlicher Griller seid, genug Zubehör. Jetzt kommen wir zu den Pizzasteinen. Die gibt es in eckig. Bei den Grill benutze ich gerne die eckigen. Ja, Pizzasteine. Früher, wo ich mit dem Grillen angefangen habe, 2010, gab es nicht so viele Hersteller. Vom Weber kostete der kleine 50 Euro. Ich glaube, der hier, den habe ich, glaube ich, bei Lidl gekauft. Mittlerweile gibt es die für 10 Euro. Der ist ein bisschen dünner, aber die erfüllen ihren Zweck. Habe ich auch runde. Einer ist mir kaputt gegangen. Liegen jetzt unten, sind schon richtig schwarz. Aber hier kann man backen. Hier kann man Sachen draufstellen und ein bisschen die Hitze entkoppeln. Ja, ein Pizzastein ist mittlerweile nicht so teuer, finde ich gut. Wirklich auswahlmäßig gibt es sogar doppelt so breit wie der hier. Sind richtig massiv, aber man muss bedenken, die brauchen dann dementsprechend viel Zeit und Energie, auf die Temperatur zu kommen. Und danach halten sie natürlich die auch. Also, wenn ihr einen Deckel habt, ein Pizzastein. So ein Flammkuchen für Pizza, super geeigneten Schieber. Dann habe ich hier, weiß ich gar nicht von wem der ist, das so Zusammenklapper, kann man hier ausklappen. Ah, da steht es. Und ja, auf jeden Fall bevorzuge ich dünne. Es gibt auch aus Holz, die sind ein bisschen dicker. Und wenn man drunter geht, ja, da kann man ein bisschen auseinanderreißen, wenn die Pizza kleben sollte. Und so mit denen hier. Die sind trotzdem noch sehr, sehr stabil. Kriegt man eigentlich alles von dem Pizzastein super runter. Und ja, Leute, nachdem ihr gegrillt habt, muss der Grill natürlich gereinigt werden. Dazu gibt es verschiedene Bürsten. 2, 3 Bürsten nebeneinander. Quer, längst. Ich habe hier so eine Düne. Hier kommt man wunderbar zwischen den Rosten. Hier auch, aber nicht so tief. Habe ich extra für euch nicht sauber gemacht. Und ja, was dabei wichtig ist, nehmt euch eine vernünftige Bürste. Ich hatte schon mal Bürsten, da habe ich was abgebürstet und da lagen wirklich solche Nadeln dann auf dem Rost. Und das könnte gefährlich werden, wenn ihr irgendwas, das nicht merkt, ein Steak drauf legt. Das brennt sich in das Fleisch rein und ihr isst das, merkt das nicht. Oder ja, wäre nicht so toll. Deswegen, ja, kosten nicht die Welt. 10 bis 12 Euro und ihr habt von so einer Bürste ein Jahr lang was. Ich habe jetzt meine alte weggeschmissen, weil die, ja, sah schon nicht gut aus. Und auch ein Tipp, so Trendspray, das ist nichts anderes als Rapsöl und Gas. Und das nehme ich, um die Roste einzusprühen, wirklich dünner Film, dann ein bisschen noch mit schönem Tuch einreiben, einbrennen, fertig. Genau das nehme ich auch für meine Dutch Oven. Kann man super reinigen, dünner Film. Man muss nicht so eine Flasche nehmen, das auf die Serviette kippen, dann verteilen, dann wieder wischen. Damit kann man das richtig gut steuern. Kostet, glaube ich, 2 Euro noch was, also 3 Euro. Reicht mir meistens auch für ein Jahr. Ist nicht das beste Öl, ja. Aber für solche Sachen ist das wirklich egal. Und ja, das war's mit dem Zubehörvideo. Es war jetzt nicht ausführlich auf jedes Produkt eingegangen, Dutch Oven, dies und das. Es war einfach kurz, kompakt, ja, kurz wahrscheinlich nicht, aber vielleicht für
ein oder anderen ein bisschen hilfreich. Hier habe ich noch solche, ja, Papierblätter. Es gibt ja auch noch Holzplanken, habe ich auch nicht da. Hier kann man wunderbar Essen mit einpacken, eine Stange Spargel, Stück Lachs einwickeln. Es würde jetzt den Rahmen auch sprengen. Gehört auch noch zum Zubehör, aber es ist jetzt kein Muss. Ich habe euch ein paar Sachen gezeigt. Danke, dass ihr das angeschaut habt. Und wie immer bis zum nächsten Mal.